Herzlich willkommen zu dieser neuen Splatoon 2 Octo Expansion Folge. Ja, wir sind hier bei der blauen Linie immer noch. Ich würde sagen, wir machen B11. Irgendwas mit Achterbahn. Okay. Irgendwas mit Achterbahn wird gemacht. So. Ja. Junior Kleckser. Na, ach, 8 Ball. Ach, da kommen wir sich im Einklang mit den Naturgesetzen. Mal wieder 8 der Kugel. Oh Gott, hey, eine Achterkugel, ja. Bewegen von Kugeln, würde ich sagen. Echt, die helfen beim Bewegen von Kugeln, ja. Was passiert damit jetzt? Okay. Das passiert da scheinbar. Würde ich behaupten. Ey. Diese Kugelmatten nehmen Kugeln etwas den Schwung. Ist doch gut, dass sie denen etwas den Schwung nehmen. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Wieso hat man eigentlich dieses Ding auf dem Rücken, was einen nur umbringt? Verstehe nicht, wieso man dieses Ding auf dem Rücken hat. Weil ich meine, es bringt einen nur um. Wieso zieht man das auf? Und wieso wollen die mich umbringen? Und du bist tot. Krasse Moves. Ganz deine Meinung. Perla. Die krassesten Moves, die es gibt. War das doch ein Ding. Hä, kommt man hier wieder hin oder was? Nein, 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 nein. Hä? Die Stöße dagegen fällt instant runter. Gerade zu treffen. Ja, mach ich. Ey. Ah. Scheiß Kugelbumper und noch was. Dingenskirchens. Und was bringt mir das hier? Hier komme ich wieder hoch. Sie bringt dich zurück. Okay. Was ist das hier? Okay. Rollt wie am Schnürchen. Und jetzt aktiviert es das Ding, ja. So. Ja. Oh Gott, das war schlecht. Du stirbst sowieso. Ja. Ach, und das wird jetzt ein bisschen vor sich hergeschossen. Lustig. Ah, ich verstehe schon. Nein. Du musst es im richtigen Moment machen, sodass es weggeschossen wird. Ja, genau so. Und dann war es das auch schon. Und ja. Haben wir das Achterkugel-Level geschafft? Achter, doch, Achterbahn war schon richtig. Okay. Ja. Dann. Ja. Rollonium-Höfe überrollt die Oktorianer. Okay. Dann brauchen wir mal die Oktorianer. Dann machen wir das doch mal. Ich nehme die Waffe, die mehr Punkte gibt, glaube ich. Was machst du denn, du Fieder? Obwohl. Nehmen wir mal den Kalligrafen, ja. Und was mit dir? Ja, Zeitlimits. Warte, dreht er sich denn auch? Nein, macht er nicht, okay. Blicken Sie doch um, das Rollonium entsprechend hochfliegen zu lassen. Rollonium? Wenn du mir noch sagst, was das ist, sage ich dir, ob ich das machen kann. Ah, ich verstehe. Oh, das Level ist cool. Ah, ich verstehe, okay. Das Level ist aber gar nicht mal so schwer.
Muss ja von alle hier niederschnetzeln. So. Und haben wir schon alle down. Ey. So. Oh Gott, viel zu hoch. Ach egal, ich hol mir erstmal das Ding da. Ah, hat nicht geklappt. Hey. Kann ich auch dieses Ding da holen? Ja, kann ich mir. Dann hole ich es mir halt so. So. Heieiei. Okay, aber das ist cool. Was? Oh. Das ging aber schnell. Hä, hey, aber das ist doch viel besser. Eigentlich der Kalligraph. Weil ich mein. Kalligraph kann man wenigstens ausweichen. Und haben Wertwurm, keinen Kommen. Na, mal sehen, ob es wirklich keinen Kommen ist. So. Ach. Dann. 13.025. Ja, da wir gerade schon ein Ding hatten, nämlich dann jetzt mal den Flexroller. Ach so, war der Typ da eigentlich da und hatte der was zu sagen, wenn er gerade da war? Kann ich eigentlich wieder rein? Nee, der war gar nicht da. Okay, schau mal, werde ich hier jetzt rumgeworfen. Ah, du bist so nett und schießt mir das weg. Du bist aber echt nett. Oh Gott. Na. Upsala. Also. Naja, spinnt hier wieder hier fröhlich drauf los. So, hier unten triffst du mich sowieso nicht, von daher ist eigentlich egal. Alter, nervt ihr. Alter, könnt ihr nerven. Ja, du mit deiner dämlichen Minigun. Okay, ja, gut, dass ihr alle erwischt. Ich muss sagen, die Level werden meiner Meinung nach immer cooler. Na, dann machen wir erstmal dich hier, weil du nervst sowieso. Ist wahrscheinlich am meisten. So. Na, beräume dich. Ist doch eine gute Idee, auf so einen Typen gerade loszustürmen, oder? Okay. Was du bist, mehr werde ich gleich feststellen. Hilfe. So. Was bist du? Naja, werden wir doch wohl doch nicht feststellen können. Oder? Hier, schieß. Was? Hat er Rollen? Der wirkt auf mich wie irgend so ein Doppler-Typ. Oh Gott. Ja, Doppler. Hey, du bist gemein. Du bist einfach ein Doppler, gell? Ich check schon. Alter, nervst du. Junge, kannst du nerven. Nervt er. Ja, spitz, weiter geht's. Und rauf geht's. So. Ja, eine Tasche weiter. Wow, wie riesig. Oh ja, das ist echt groß. Du hast echt auch irgendwelche Probleme, gell? Oh Gott. Also. Na. Ich find's cool, dass der versucht hier hochzukommen, obwohl er keine Chance hat. Heieiei. Oh Gott, das war dumm. Das war sehr dumm.
So. Doch eher so. Oh Gott. Ah, ich bin hier so halb safe. Heieieiei. An Dosen produziert. Okay. Ah, der ist da unten. Wollen wir mal? Nein! Jetzt sollte ich es just for fun mal ausprobieren und dann. Naja, man hat ja gesehen, wie es geklappt hat. Sehr gut auf jeden Fall. Komm, ich probiere es nochmal. Bam! Ja, hat ganz gut geklappt diesmal. Das wäre was für die Gegner da oben. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Ach, da unten gibt es noch Gegner. Zwei auf einmal. Gute Arbeit. War hier nicht noch irgendwas? Okay, scheinbar nicht. Warte, was ist das hier? Ah, schießt mich einfach nach oben, okay. Zack. Das gefällt mir, das gefällt mir. Aber wenn man drauf ist, dann wird es nicht neu produziert. Aber ich finde es eigentlich voll cool hier. Man kann eigentlich die ganze Zeit nur. Man kann eigentlich so machen. Dann rüber. Ulti. Zack, nee, ist egal. Okay, was bringt, wenn man uns auf den Ulti einsetzt? Absolut nix. So. Und dann. Bam. Zack. Geschafft. Und dann wäre Turm kein Kommen. Naja, scheinbar gab es doch ein Kommen. So. Ja, mal sehen, wie lang der Part wird. Ihr wisst ja schon. Ich werde, denke ich, Linie B fertig machen. Oktopus Platz, besiege alle Gegner. Das mache ich doch gern. Ja, ich denke, ich werde einfach Linie B fertig machen. Dann vielleicht 20 Minuten, 25. Ah, oh ja, den liebe ich. Dreierschwapper. So, ohne Boden an Füßen zu verlieren. Lilanettchen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. So. Was? Oh, besiege alle Gegner. Nein, was? Das. Dreht sich das eigentlich mit oder? Huh. Nein. Uah. Nein, nein. Was bist du denn für ein Idiot? Ach so, das war nur so ultra kurz. Und was ist eigentlich mit dieser Schnecke da los? Also mit diesem Typen, der mich hier durch begleitet, der irgendwie, keine Ahnung, schien die Fühler mal die ganze Zeit ab. So, dann habe ich das noch. Ah. War ich auf dem Weg zum Ziel in den Raketen aus? Stand es da? Ich glaube doch. Ja, dann werden wir gleich eine neue Linie wieder erkunden. Linie D wird danach freigeschalten werden. Keine Waffe. Das Raketenoktobomb ist auszuweichen. Einfach nur ausweichen. Ein Raketenoktobomber passt bloß auf, der hat eine ganz schöne Reichweite. Die Namen werden noch immer länger. Was schießt du? Ah! Du schießt aber viele Raketen auf einmal ab. Ah, doch, das Level könnte mir gefallen. So, danke sehr. Schießt aber ganz schön schnell ziemlich viel auf einmal ab. Hier, hallo, hier bin ich.
Muss aber lange. Und ich schieße vor allem ziemlich viele ab. Ja. Schieß. Obwohl ja wahrscheinlich sowieso nur Punkte drin sind. Ha. Ah, nicht mal das. Was ist das hier eigentlich? Schieß mal bitte hier drauf. Und ich kann, glaube ich, weglaufen. Ja, das ist einfach nur ein Ding. Okay. Können die Raketen nicht treffen? Ja, ich weiß, dass sie mich dann nicht treffen können. Aber jetzt gehe ich hier hin. Manchmal schießt irgendwie zwei auf einmal ab. Ich verstehe den Typen nicht. Oh Gott, das Level ist ja richtig lang. Und hinten kannst du mich auch erwischen. Einen von so weit weg sehen. Danke. Sehr nett von dir. Hey. Okay, hier ist wenigstens Tinte. Sieh mal an, Schwämme. Ach, hier unten drunter ist ein Gitter. Also ich denke, man muss die auf jeden Fall kleiner machen, weil ich ja so das war das, was ich hier unten gesehen habe vorhin. Endlich etwas Feuerkraft. Kann sich auch hier absolut nicht erwischen. Habe ich hier jetzt für das Ende, also für das ganze Level? Weil wenn ja, dann ist ja einfach nur noch zum Nerven da. Schieß mal. So. Oh Gott. Ha. Okay. So, die Punkte nehme ich mir noch gerne mit. Heieiei. Ja, ich denke, das darf ich jetzt das, die ganze Zeit behalten, das Zeug hier. Warte, dann gehe ich mal hier rein. Ach so, kriegt mich gar nicht. Okay, dann kann ich mir die Punkte auf jeden Fall noch gönnen. Oh Gott. Hallo. Hallo, Kumpel. Wisst ihr, was ich noch cool fände? Wenn der sich so gesehen selber töten könnte. Aber nee. Vortrefflich. Perfekt. Ja, war auch kein schweres Level. Zack. Ja, geschafft. Okay, schwierige Fernbeziehung. Ja, Ragwege heißt es oder hieß es. So, neue Linie. Und es kommen immer mehr Leute dazu hier. Okay, sie bis 6 Linien entdeckt, sie wird im Streckennetz angezeigt. Ich schreibe hier zu sein, versuchen sie eine andere Linie. Gibt es eine Belohnung, kommen sie zu mir. Ja, das mache ich. Okay, hier kann man von den Kupolis träumen. Und hier ist jetzt aber ganz schön dunkel mittlerweile. Und wie viel gibt es denn diesmal? 1500 oder 2000? 1500. Okay, dann, ja, das nächste Mal 2000 wahrscheinlich. Oder noch mehr, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob man diese Cornicon-Punkte auch irgendwann mal noch für was anderes benutzen kann. Mit nur einem Schuss, alles klar. Bevor sie wegfliegen. Okay, das hört sich nach einem sehr nervigen Level zum Abschluss an. Ach. Ich habe keine. Ja, gut. Ich habe keine Waffe vor allem. Okay, wenn es der Tipp ist. Ich hätte zwar auch gern Schwapper gespielt, aber. Ist der Tipp und es bringt am meisten, von daher. Und wir sind hier Ballons.
Bitte lass die Ballons nicht. Was soll ich mit denen nicht machen lassen? Oh Gott. Sonst noch irgendwas? Die Hälfte hast du schon mal. Flex ist doch gar nicht so nervig, wie ich dachte. Okay, doch, ich glaube, es ist doch sehr, sehr nervig gleich. Fehlt mir nur noch 10. Nur noch ein paar. Ja, ein paar und nur noch einer. Nur noch einer. Okay, aber ging doch sehr schnell. Balloninsel. Lass den Ballonsplatz mal vor sie wegfliegen. Ja, aber diese Kurzmissionen sind eigentlich auch total cool. Also, ja, ist natürlich sehr kurz, aber macht Spaß. Kurzmissionen sind kurz, hätte niemand für möglich gehalten. Und ich habe alle Souvenirs. Das hier ist das zweite Set, das du komplettiert hast. Neuzugang. Neuzugang. Ich kann mich nur wiederholen, du kannst tatsächlich was. Respekt. Okay. Hast du noch sonst irgendwas zu sagen? Hallo? Du bist ein Ausrufezeichen, ich würde gerne mit dir reden. Wie kann ich mit dem reden? Ach doch, hä? Also, ich dachte, oh gut. Das komplette Set erzählt eine interessante Geschichte. Was? Hm? Ich gebe dir etwas für die Träume, die ich sehen durfte. Etwas fürs Land da oben. Oktorüstung nie erhalten. Diese Belohnung ist verwendbar, sobald du aus der Tiefseebahn entkommen bist. Ich selbst habe nur zwei, also ich meine Souvenirs. Und zwei sind nicht genug. Das kannst du mir glauben. Ja, ich habe ein paar mehr. Und hier stehen auch ein paar. Okay. Captain Kuttelfisch ist wieder etwas vorne. Du arbeitest doch Nummer 8. Chill mal ein bisschen. Okay. Und an deinem Handy irgendwas Besonderes? Nee, okay. So, dann. Haben wir jetzt Linie B auch komplett? Warte, das ist Linie I. Also, ich habe A und B habe ich komplett. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächste Mal Linie C machen. Und ich wette mit euch, dass Linie D und Linie C da rechts, da beim Dingsbums verbunden sind irgendwie. Okay, aber dann werden wir es nächstes Mal bei Linie C weitermachen, sprich. Ja, wahrscheinlich hier. C02. Begrenzter Tintenvorrat. Ach so, okay, solche Missionen gibt's, ja. Gut, habe ich schon mal. Weiß ich eigentlich schon, habe ich schon mal den Frosty gefragt, weil das gab's in Splatoon 1 auch. Und hier hat man nur ein Leben. Oh, sind beide sehr interessant. Machen wir dann nächstes Mal und ja, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und das war ein bisschen kürzere, war eine bisschen kürzere Folge, aber ja. Okay, ciao.